Radio SAW. Nachgefragt. Der Podcast. Und das ist unser Mallorca-Update. In Palma unser Kollege Klaus Vorbrot. Grüß dich, Klaus. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Also wir merken, es ist viel los auf Mallorca. Viele Hotels bleiben deutlich länger geöffnet in diesem Jahr, sogar teilweise bis in den Dezember rein. Was ist los? Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die ja seit vielen Jahren diskutierte Saisonverlängerung durch besondere Maßnahmen irgendwie greifen würde, sondern es ist schlicht und ergreifend die große Nachfrage. Zum einen per se die Nachfrage, im Herbst nochmal eine Woche in die Sonne zu verreisen. Zum anderen haben sich aber auch viele Leute entschieden, die ursprünglich zum Beispiel Griechenland oder auch die Türkei gebucht hatten und die jetzt wegen der Unwetter dort oder auch der Waldbrände ein bisschen Schiss haben, dass das mit dem Urlaub schiefgehen könnte, haben also viele umgebucht auf Ziele im Mittelmeerraum, wie eben zum Beispiel Spanien. Und das führt dazu, dass die großen Reiseveranstalter und die Hoteliers sich einig sind, okay, in den klassischen Urlaubsgebieten an der Playa de Palma, an der Playa de Muro oder auch in Cala Mayor bleiben viele Hotels in diesem Jahr deutlich länger offen als üblich. Wenn wir jetzt spontan in den Herbstferien noch buchen möchten, ist denn überhaupt noch was frei? Ja, das geht noch gerade eben für die Zeiträume, die jetzt kommen. Also alles, was noch Oktober, November und Anfang bis Mitte Dezember meint, geht was. Das Schöne daran, auch die Airlines haben ja gesagt, dass sie Mallorca öfter ansteuern werden im Herbst, als das in anderen Jahren der Fall ist. Und deswegen geht es ja nicht nur um die Hotelzimmer, sondern auch, wie komme ich hin und zurück. Und beides sieht im Moment noch ganz gut aus. Und der Megapark hat jetzt bekannt gegeben, wann Closing gefeiert wird und wer auftreten wird. Du bist bestens informiert. Erzähl mal. Genau, das machen die ja in jedem Jahr, dass die ihren Saisonauftakt und auch das Saisonende feiern. Besonderheit in diesem Jahr, zeitgleich mit dem Bierkönig wird das Saisonende gefeiert, nämlich vom 26. bis zum 29. Oktober. Dann kann man in diesem Jahr jedenfalls im Megapark zum letzten Mal ein Liter Bier für 16,80 Euro trinken. Und in Alcudia, da gibt es jetzt ein Hotel, das Zimmer zum Kauf anbietet. Das klingt ja erstmal spannend. Ja, es ist auch, wenn da nicht das große Aber wäre, eine ziemlich verrückte Geschichte, die hier auch schwer durch die Medien geht. Dieses Hotel bietet also Zimmer an, Einzelzimmer, Doppelzimmer, kleiner, größer, zwischen 30 und 60 Quadratmetern groß. Einstiegspreis bei 249.000 Euro. Klingt alles erstmal ganz harmonisch, aber der Käufer, die Käuferin darf das Zimmer selber nur 2 Monate im Jahr nutzen. Ansonsten wird das nämlich an Urlauber vermietet, wie das in Hotelzimmern nun mal so üblich ist. Das ist eine ziemlich schräge Geschichte. Die Hotelbesitzer sagen, das sei mit dem Tourismusministerium alles vorbesprochen und man könne das so machen. Die Bürgermeisterin von Alcudia hat jetzt wissen lassen, dass sie das für völlig illegal hält. Diese klassischen Timesharing-Modelle, die es ja vor Jahrzehnten auch schon mal gab, sind hier auf den Balearen verboten und man darf mal gespannt sein, wie diese Geschichte jetzt weitergeht. Zum Schluss natürlich noch so ein kleines Wetter-Update. Wir hatten jetzt die letzten Tage jeden Tag 30 Grad und mehr. Seit heute gibt es mal so einen kleinen Knick. Jetzt sind wir bei 18 bis 22 Grad, geht aber am Wochenende wieder nach oben auf bis zu 25, 26 Grad. Wird wieder richtig schön. Wie ist es bei euch? Also Temperaturen können wir mithalten, das ist nicht das Thema. Auch hier sind diese Tage, also in dieser Woche, so ein bisschen durchwachsen. Es gibt viel Sonne, aber auch immer mal Wolken und Regen. Für morgen, übermorgen sind sogar mal größere Regenmengen angesagt als nur ein kurzer Schauer. In Richtung Wochenende soll es dann aber schon wieder schöner werden. Die Langfristprognose sagt übrigens, dass der Oktober, wenn man denn vom goldenen Oktober reden möchte, in diesem Jahr wohl seinem Namen alle Ehre machen wird. Wir sehen uns auf Mallorca. Dankeschön, Klaus Vorbrot in Palma. Sehr gern. Tschüss. Radio SAW. Nachgefragt. Der Podcast.